Oh, ich habe jetzt die Bulgaren. Die hatte ich, als die rausgekommen sind, mal eine Weile Ah, gespielt. stimmt. Ja, ich erinnere Ab mich jetzt nämlich. kommen nur noch geile Völker. Außer die, na gut, Birmanen, Berber, Azteken und Äthiopier bin ich jetzt vielleicht nicht so gut. Ich Aber habe. danach kommen die Briten und dann habe ich die Böhmen. Ich habe jetzt die Spanier. Handelsbonus. Konquistadoren. Oh, die Tataren. Habe ich die jemals großartig gespielt? Toll, wenn ich die Tataren spiele, hast du die Briten. Da bringt mein Bonus für berittene Bogenschützen nicht viel. Was machen die Bulgaren? Schmieden arbeiten 80% schneller. Na gut, das ist ja auch eine Technik und Bonus, der dir hilft. Oh. Okay, gut, dann gucken wir auch mal, wo die Reise hier hingeht. Spanier kenne ich ja soweit schon ein bisschen. Connex. Ja, ich denke, ich mache die Soll Connex. ich den spanischen Archerisch machen? Es ist halt richtig schwierig. Ich würde halt schon gerne hier und da so das eine oder andere Meme bringen, zumindest Memes, die jetzt nicht komplett assi sind, wie jetzt der Persian Douche. So ein Spanish Archer, ich meine, da gibt man sich nur ein Handicap und das einen Vorteil bringt. Ich würde halt ungern gegen den komplett neuen Spieler einsetzen, aber andererseits, da habe ich ja nur einen Nachteil von, wenn ich das spiele. Ja, ich probiere mal einen spanischen Archer. Was soll's? Ja, der Chat. Das sind wenigstens die lustigen Memes und nicht die, die einen auf den Sack gehen. Ja, der Chat fordert aber Archerasch von dir. Echt? Okay, alles klar. Ja. Ja, dann kommt er auch. Da muss er abliefern, der Papa. Da kann er ja Da hat nichts er keine anderes machen andere als. Wahl. So, blocken wir mal hier und los geht's. Ja, die Bulgaren. Ich werde schön auf Connex spammen gehen. Ah, ich will diese Orange essen. Ich hab's nicht mehr geschafft vom Stream. Steht jetzt die ganze Zeit da und guckt dich so verführerisch an, ne? Naja, ich spiele die ganze Zeit mit der, als ob so ein Fidget Spinner wäre. Ich spiele so mit meinem Zeigefinger an dieser Orange herum. So. Aber ich werde, es gefällt der Orange auch. Oh ja. Ah, geiles Stück, du geiles. Okay. Jetzt mal back to business hier. Habe ich Arabien fokussiert? Ja, habe ich. Arabien ist fokussiert. Was gibt es denn eigentlich zur Auswahl? Ah, Festung. Arena. Und Megarendum. Runensteine hätten wir noch. Rundstein ist natürlich auch relativ cool. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei Arabien. Und da geht's ja los, die Party. Ja, hein alle, die jetzt noch mit reinsliden hier an dieser Stelle. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Kahin hat das letzte Mal bei seinem Stammlieferanten bestellt, weil er umzieht morgen. Das werde ich auch bald vor mir haben. Dass ich das letzte Mal bei meinem Stammlieferanten bestelle. Das wird ein bisschen traurig werden, glaube ich. Macht ihr eigentlich auch AOE Community Spielrunden? Nicht mehr. Das hatten wir früher mal gemacht. Zu Zumindest machen wir es Zeiten, aktuell einfach nicht. als die Feuernation noch nicht angegriffen hatte. Genau, da war noch alles in Ordnung. Aber Orange mit Spanier würde eigentlich auch gut passen. Ja, orange oder rot. Ich glaube einfach bei rot. Gegen Spanier und Franken. Spanish ist gleich fun. Spanier und Franken. Irgendeiner guckt zu, ich wette, das wird Panther sein. Achso, ich dachte, das Lama redet auf Spanisch mit mir. Sie? Man kennt's. Habe ich auch manchmal so, wenn ich durch die Stadt gehe und da irgendwelche Tauben sehe oder so, die labern mich auch voll. Hast du mal ein Brot? Die meisten sind so assi drauf. Hey, verpiss dich! Scheiß dir auf die Jacke, Junge! Das ist halt wirklich so. Ich glaube, Tauben sind so die Assis in den Tieren. Obwohl, die Assis der Insektenwelt sind nach wie vor die Wespen, Ja, das aber. sind die Wespen, ja, ich wollte gerade sagen. Gibt's niemanden, der schlimmer ist. Ja. Dich gefolgt von diesen fetten Fliegen, die dir ständig im Mund rumfliegen müssen oder sonst irgendwo immer hingehen. Und wenn die dann raus wollen, immer gegen die Scheibe. Bam, 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 bam. Hey.
Ja, ist immer super nice, wie die sich in die Wudo, jetzt wollte ich Bude und Wohnung gleichzeitig sagen, da ist Wudung rausgekommen. Immer geil, wie die sich in die Bude reinsneaken, aber nicht einfach mehr zu dumm sind, durch ein großes, offenes Fenster rauszufliegen. Ja, das ist das Nächste. Du machst extra das Fenster auf, dass die von selbst rauskommen, weil du keinen Bock hast, die irgendwie zu jagen oder sowas. Und dann kommen die einfach nicht raus, weil die... Meine Motivation ist, ich weiß so, ich will jetzt nur ungern Tiere töten. So, und aber manchmal, wenn die einfach zu dumm sind, so und dann gegen die Scheibe tausendmal donnern und dann einfach tot zu Boden fliegen, dann denke ich mir halt auch so: Ja, sorry, aber was, also ich kann mich jetzt hier nicht mit meiner kostbaren Lebenszeit an dir hier verschwenden, dich hier aus der Wohnung raus zu begleiten. Wenn die hier reingekommen ist, musst du auch selber wieder raus. Ich habe ein Problem. Ah, ne, einen Lama habe ich noch, sehr gut. Hast du ein Problem, hast das weiß ich. So, darüber ist er. Hol die Sau, hol sie! Boy! Yeah, boy! Macht Platz, die Sau fällt. Deshalb habe ich zum Beispiel keinen Balkon. Weil ich keinen Bock habe, mich um Blumenkästen und so ein Shit zu kümmern. Ich meine, ich habe einen Balkon, einfach weil meine Wohnung nicht dabei war, aber es war keine große Priorität, die ich gesetzt habe. Jetzt habe ich einen, aber der ist jetzt auch nicht gerade genutzt. Ja, also bei der Wohnung, die ich jetzt hier noch habe, da hatte ich damals die Wahl gehabt zwischen Badewanne oder Balkon. Da musste ich nicht zweimal überlegen. Ja, da, wenn ich die Wahl Badewanne hätte, dann auf jeden Fall eine Badewanne. Obwohl, ich bin gerade überlegen. Also du hast dann eine separate Dusche wahrscheinlich, ne? Nö. Was doch bei mir, Alter? Ja, ich versuche mich gerade zu erinnern, ich komme gerade nicht drauf. Das ist ja gerade so, als ob das vor 20 Jahren gewesen ist. Das bedeutet jetzt aber, du hättest ansonsten überhaupt keine also weder Dusche noch Bade gehabt. Also wenn ihr Dusche noch Bade. Also naja, in der anderen Wohnung war es schon eine Dusche gewesen. Okay. Aber ich habe eine Badewanne bevorzugt. Ah, okay. Einfach, weil ich dann doch eher mal so einmal die Woche ganz gern so ein Entspannungsbad machen möchte oder nach dem Sport irgendwie so ein Eisbad oder so. Und da ist ein Balkon, ist einfach für mich, bedeutet einfach nur zusätzliche Arbeit. Du kannst auf dem Balkon doch ein Planschbecken draufstellen. Ja, klar, im dritten Stock von 5, da hätte jeder gesehen, wie ich mich nackt in ein Planschbecken setze, oder was? Also, ich sehe das Problem nicht. Okay, das ist fast regelmäßig. Ja. Mhm. Sehr gut. Ich hab den zweiten Bohr vergessen, verdammt, nein. Haust du ab? Lass mich lohnen. Dodge Stellaria. Ach ja, stimmt. Okay. Ja, nice. Oh ja, das finde ich ja auch ganz schlimm, ne? Wenn du das Fenster über Nacht auf hast und dann setzen sich die Tauben so an die Regenrinne und gurren so laut, dass du davon wach wirst. Mm. Mann, Alter, da könnte ich ja auch durch die Decke gehen, echt. Und das am besten noch an einem Samstag um 6.30 Uhr. So. Wo du dir sowieso schon denkst, danke, jetzt kann ich endlich mal länger als 7 schlafen. Und dann kommen diese Assi-Tauben, echt. Werd ich ja auch fuchsig bei sowas. Wäre ich richtig taubig, ey. Taubig. Okay, ich glaube, ich brauche hier auch ein bisschen Gold. Ich glaube, Fehler wurden begangen. Fehler wurden begangen? Ja, ich habe, glaube ich, ein bisschen mit Nahrung verpeilt hier. Ups. Naja, gut, ist nicht so schlimm. Hä? Also auch wie sie sich gleich gewehrt haben, Alter. Muscat. Ja, die EAV, eine gute Band, die sich leider aufgelöst hat. Alter, hau ab. Nö. Ich meine diesen blöden Speer, der meint hier rum auf den Sack gehen zu müssen. Rumzusacken? Rumzusacken, genau. Ist das hier schon Map-Ende? Ach,
Hat er jetzt echt eine extra Ziegel geschlachtet hier. Übel. Darauf komme ich jetzt nicht klar. Bau doch erstmal den Wall da unten, ey. Doofe Plunze. Das ist Rapunzel. Wie bitte? Das ist Rapunzel. Yep. Genau. Die ist es. Kennst du eigentlich einen ziemlich berühmten chinesischen Völkerballspieler, Schmetterling? Oder warte mal, da habe ich heute in den YouTube-Kommentaren noch so einen geilen gelesen. Warte mal, was war denn? Da war irgendeiner gewesen, da musste ich auch lachen. Verdammt, was war das denn für einer? Irgendeiner hatte heute unter der letzten Folge, nicht die heute rauskam, sondern unter der letzten, auch nochmal so richtig einen rausgehauen. Ich weiß gerade nicht, was das für einer war, aber der war echt gut. Das ist ein grüner Speer, ein spanischer. Was zum? Ja, was? Der baut hier einen Außenposten bei mir auf. Ah. Was hat er vor? Dann geht's ihm noch gut. Sag bloß, der hat irgendwas vor, Tower-Rush-mäßig oder so. Oh, warum nicht? Können das die Spanier? Was hat der? Das sind die Franken. Wenn ich das schon sehe, ey. Er geht und wünscht schon das Augenlid am Zucken. Believe my pick is whistling, ey. Jetzt kommen die ganz geilen raus, ey. Will ich einfach wie jeder normale Mensch auch mal meinen spanischen Arscherasch machen und da geht er mir hier auf den Sack. Okay, der Spanish ist gleich fun, ist Meme-Strats. Och nee. Der macht jetzt auch einen Archer. Okay, wenn er einen Arscherasch macht, dann hat er meinen Respekt, aber ansonsten, ich weiß nicht. Dann hat er meinen Respekt. Okay. Aber der muss sich mit uns einloggen, das kann der Mann sonst nicht mehr sein. Ja, natürlich, es ist auch einer aus dem Chat, Safe Call. Safe einer, der hier zuschaut gerade. Meint sein Teutontaxi wäre auch ganz lustig. Aber beim Persian Dusch, da war bei mir der Spaß vorbei. Ja, da unten gar nichts. Da kenne ich nichts. Alles klar. Gut, dann spielen wir zusammen gegen den. Ja, gut. Ich habe ihn Spanish Archer rushed. Hä, sagst du dazu, nimmst du das? Ich war schneller als du in der Hinsicht. Der wundert sich ja auch. Ich glaube, damit hat er auch nicht gerechnet. Wenn der überhaupt, ich weiß nicht, je nachdem wie neu der ist, weiß der auch gar nicht von den Memes und so. Du verstehst es ja auch erst, wenn du ein bisschen Spielerfahrung hast. Ja, ich glaube, der Meme-Strats oder dieser Spanish-Dude, der hat auch gar nicht damit gerechnet, dass sein Kumpel da jetzt aufgibt. Achso, gut, das ist ja nicht das erste Mal, dass er reinkämpft. Da hat er schon mal, als es gegen den Niemand zu Hause ging, ist er schon hier vorbei gewesen. Mal gucken, aber gut, er hat letztes Mal auch schon weitergespielt, obwohl er sein Dude nichts gemacht hat. Das heißt, er wird noch weitermachen jetzt. Es hat auch irgendjemand geschrieben, dass der Niemand zu Hause eine von seinem zweiten Account war. Finde ich auch eine wilde Theorie. Echt? Ja. Dass es quasi sein zweiter Account war, mit dem er sich quasi eingeloggt hat. Was macht der für wilde Sachen? Da frag ich mich halt wirklich. Also entweder ist das wirklich jemand, der bei uns im Chat ist und das nur macht, wenn wir da sind, oder der hat wirklich, oder der macht das wirklich 24/7 solche Nummern. Wenn er sich schon so viele Accounts erstellt und so Sachen, ey, dann muss er fast nichts anderes machen als sowas. Das ist ja übel. Hat einfach Bock auf diesen Pain wahrscheinlich. Den er anderen geben kann. Aber du, Utwin, ich glaube, ich habe hier irgendwie komplett reingefailt gerade. Also ich bin komplettes Miss-Micro gerade. Alles klar. Ich fühle mich geehrt. Also wenn er unbedingt memen will und er macht Spanier und das sind keine Archer rush, dann kann ich mir nur vorstellen, dass jetzt die Dorfbewohner kommen. Oh, weißt du was? Ist ja eh 2-1. Ich mache die Dorfbewohner am Ende. Wenn der die auch schon macht. Okay. Ach, warte mal, der Spanish Dude ist bei mir. Der muss irgendwo hier sein. Ich habe ihn auch schon gefunden hier. Ja.
Ich merke gerade, ich habe auch gar kein Fletching oder sonst irgendwas gemacht in der Hinsicht. Mach das einfach zu, so. Ja, ich brauche Nahrung. Das brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Nee, ich brauche auch Nahrung. Also auch mit Holz. Holz erstmal Marktplatz. Dann sehe ich, was du siehst, und das macht uns alle froh. Warte, ist das wirklich sein Platz gewesen? Aha. Du hast so viele Upgrades gar nicht gemacht hier. Lululul. Die Spanier sind auf Besuch. Hello. Oh, das war ja knapp denied. Soll ich wirklich mit Dorfbewohnern spielen? Für alle, die fragen, warum ich jetzt so aggressiv bin, obwohl es ein 2 gegen 1 ist. Wenn ich wirklich mit Dorfbewohnern spielen will, brauchen wir jeden Vorteil, den ich kriegen kann. Ja. Bis es soweit ist, weil ich mache jetzt Archer-Übergang zu Dorfbewohnern. Ich versuche jetzt nichts anderes zu machen. Mal gucken, ob das hinhaut. Gut, gut, gut. Ich gehe jetzt auch etwas eher Ritterzeit, aber das passt schon. Hallo? Jemand da? Jemand zu Hause? Gucken wir Odwin mal zu, was er da macht. Oh, deshalb mache ich zum Beispiel keinen Archer Rush mehr, weil das ist so belastend ohne Ballistik. Das ist so nervig. Ich weiß, was du meinst. Du bist ja da drüben. Ja, ich mach jetzt gleich Ritter. Der macht bis jetzt wirklich keine Einheiten. Der geht bestimmt auf Dorfbohne. Der ist drittes Zeitalter. Pass auf, dass der nicht gleich eine Burg vor deine Base droppt. Oder bei mir vielleicht. Das könnte natürlich auch passieren. Oh. Oh, der hat zugemacht. Och nö. Help, Step Kurga, I'm stuck. Das höre ich gerne. Ah, Mist. Ja, komm doch her, komm doch her. Und, Mist. Und, Ist das Feld noch kaputt? Da ist noch Nahrung drin. Hihi. Oh, fällt, gut, dass du sagst. Ja, das gefällt. Ein paar Sekunden vor mir der Zeit. Schießt ihr bitte alle auf denselben? So, jetzt lasse ich den auch noch ein bisschen mich verfolgen und gut ist. Ich werde wirklich noch die ganzen Archer-Upgrades mitnehmen, so gut es geht, ey. Ich habe nur Archer. Total bescheuert, aber was soll's. Ich glaube, die Supremacy hat man aus der Burg geholt, ne? Müsste gewesen sein. Boah, diese bescheuerten Dorfzentrumspositionen immer. Da hat Spirit of Lore vor kurzem sogar noch ein Video gemacht zu. Dass das eine komplett ebene Fläche braucht, die Dorfzentren. Das darf, da wird ja, das finde ich auch ultra nervig, ja. Ich fände ein Update geil, wo sich das automatisch selbst planiert. Die Fläche, oder? Also, soweit ich weiß, kann man die Möglichkeit einstellen, dass das Dorfzentrum ähnlich wie andere Gebäude auch mit auf unebenen Terrain gebaut werden kann, aber dann, weil das irgendwie aus vielen verschiedenen Modulen besteht, sieht das Dorfzentrum richtig komisch aus. Das ist, glaube ich, extra von den Entwicklern dann gemacht worden, weil die keine andere Wahl gesehen haben. Vom optischen her.
Bullshit, ey. Dann hätten sie das doch so. Ich weiß nicht, die Siedler, hier Erbe der Könige und so, hat das doch auch hingekriegt, dass sobald man das auf ein unebenes Terrain baut, das Terrain sich einfach von alleine anpasst, so an das Gebäude. Das kriegen wir sogar bei Forsaken Realm hin. Zumindest bei diesem Prototyp, an dem wir rumwerkeln. Das ist jetzt leider nichts, wo man sagen kann, oh, schaut mal, wie das da funktioniert. Ja, die Leute wissen Bescheid. Die Leute wissen Bescheid. Der hat mich gejagt, verfolgt und getötet. Ich bin leicht deprimiert. Traurig. Leicht deprimiert. Man kennt's. Boy. Jetzt hat er mit seinem Scout hier leider gesehen, was ich da gemacht habe. Das ist jetzt natürlich eher so semi-premium. Den Scout hat zwar getötet, aber trotzdem. Hätte besser laufen können, sagen wir es mal so. Okay, ja, Holzkosten sind ziemlich böse. Die Ritter machen doch Holzwelle relativ schnell kaputt, oder? Ja, schon. Okay, gut. Okay, ich brauche aber relativ viel Nahrung. Nein, mach nicht denselben Fehler, bitte. So, ich brauche jetzt die Steine. Presto, mande, sí, agora, de grado. Voy, agora. Mande, voy, construir. So, haben wir eine schöne Burg da platziert. Jetzt bauen wir hier noch. Mist, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob die auch Skorpione haben, die Bulgaren. Das ist für dich jetzt mittlerweile Hauptkriterium Nummer 1, ne? Natürlich, was sagst du denn? Ohne Skorpione? Ohne mich? Skorpione bedeutet Kurga oben ohne. Aber nicht im Stream. Oh. Aber auch geil, was du wieder für eine riesige Base gebaut hast und ich hier so mit meiner kleinen Palisade so. Sie Stietelnitze. Ja, ich könnte einen aggressiven Krepost jetzt bauen, das mache ich mal. Machen wir mal einen aggressiven Krepost dahin. Gut, wenn da sehe ich mich prinzipiell. Was ich mal. Der baut eine Verteidigungsburg, interessanterweise. Was ich auf jeden Fall mal mache, ist einen neuen Spiel einfach zum Erkunden. Ich möchte damit nicht kämpfen, ich möchte einfach nur wissen, was los ist. Oh, schaffe ich das, die zu denyen, Odwin? Nee, das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Nee. Nee, die steht scheiße. Alter, der macht Mönche. Oh ja, und das nicht zu wenig. Und er bekehrt meine Einheiten. Ja, hat nur einen Ritter bekommen. Okay. Ich sehe, worauf das hinausläuft. Assi, Assi. Selber Assi. Tja. Mein Krepost ist natürlich schwächer als seine Burg, das stimmt schon. Ja, schon. Aber ich hab den das da erstmal hingesetzt. Gar nicht ganz da hinten. Und der. Ich weiß gar nicht, was für Mannigfaltigkeiten mich da erwarten. Ja, was mach ich gegen Monks? Nein, meine wunderschönen. Ich bin mit dem Bügel ausgewichen. Wie geil ist das denn? Doch, die haben schwere Skorpione. Geil. Da bin ich dabei.
Nein, nicht die Plänkler. Da ist der Kogge dabei. Das ist prima. Ich sehe gerade, ich habe ja auch keine Armbrustschützen. Das ist ja witzig. Ja, hätten eigentlich Doppel-Archer machen müssen. Das wäre so witzig geworden. Pass auf, ja, ich gehe jetzt auch auf Skorpione einfach. Ich glaube, gegen Mönche ist das doch gar nicht so schlecht. Ich brauche mehr Archer. Es gibt keine andere Wahl. Ah, Speer sind schwer gegen Mönche zu bekehren. Das ist ja, Speer sind natürlich resistent. Ah, okay, ist gut. Resistente. Ah, das ist gut, das wusste ich noch nicht. Ah, der ist jetzt imperial, habe ich auch gleich. Ja, ich bin auch auf dem Weg. Ich dachte gerade, ich höre irgendeinen Mönch mich bekehren, aber das ist nur mein Mönch, der mich heilt. Gott sei Dank. Belagerungsingenieure. Hm. Wo ist eigentlich mein Scout? Lebt er noch? Nee, er ist tot. Ja, wir brauchen nicht ein bisschen schneller. Okay. Komm, ich mach spanische Bogenschützen plus die Spanish Villager. Das ist einfach die Traumkonstellation, die man haben kann. Klingt gut, Otwin. Ich mach mal. Wolltest du noch eine Verteidigungsburg hin? Ah, da unten ist noch Holz. Da sehe ich mich ja. Beim Holz sehe ich mich. Ach, ja, es ist so nervig, dass da kein Dorfzentrum hinpasst. Oh, der will bei mir vorrücken. Mit ganz vielen Dorfbewohnern. Oh mein Gott, er macht's. Er macht die Supremacy. Ich meine, das ist schon stark, aber... Ich müsste es auch gleich erforschen können. Dorfbewohner besonders kämpferisch. Ich sehe nicht, dass sie besondere Kampfeigenschaften haben ursprünglich mal. Ja, ich habe dem da jetzt einige Dorfbewohner getötet. Ich glaube, der Trade war jetzt relativ schlecht für ihn. Ja, Mann. Mann, farmt Holz, ihr dummen Vollidioten, Alter. Rottle. Ich glaube, die Skorpione waren eine ganz nette Idee. Ich habe viele Dorfbewohner. Ich mach's aber auch gleich. Zombie-Horde. Okay, das ist jetzt tatsächlich lustig. Das sind ziemlich viele. Ein paar können arbeiten, der Rest geht an die Front. Der wastet einfach alle seine Truppen bei mir. Seine Bauern, meine ich. Weil der tötet damit auch ein paar Leute, aber ich weiß nicht, was dem das bringen soll, also... Ja, das ist wirklich rein Meme, aber auch wirklich im Sinne von Meme. Nicht im Sinne... Er jietet einfach nicht, nur nicht die ekliges Meme, mehr. Sondern wirklich ein lustiges Meme. Einfach nur hier... Spanish Villager... aufs Maul. Ah!
Ah, aber er nutzt seine Monks, um meine Reiter zu bekehren. Das ist smart. Monks und... Okay, er macht Monks-Villager, ich mach Archer-Villager. Ist auch okay. Das ist gar nicht so dumm von ihm eigentlich. Mach ich jetzt mal ein bisschen Light Cuff. Das ist so wild, Mann. Also heute sind echt abgefahrene Runden dabei, muss ich sagen. Stimmt, Schubkarre macht ja, glaube ich, auch Dorfwunder schneller, ne? Ja. Yay. Jetzt habe ich aber ein bisschen reingeheatet, die Einheit, ne, muss ich zugeben. Ich sammle die mächtige Armee. Ja, mach du mal. Ja, ich hab wie viele Dorfbewohner, Junge, das sind so viele Dorfbewohner. Okay, der kommt in deine Richtung hier, guck mal. Oh no. Okay. Ich hätte hier einfach... Ja, wie viele Dorfzentren? Das ist wirklich eine gute Frage. Wahrscheinlich mehr als drei. Nehme ich mal ganz stark an. Aber ich habe jetzt auch einfach langsam so viele Skorpione. Angriff! Die müssen eigentlich richtig gut sein darin, ja, Gebäude wieder zu reißen. Das ist echt Wahnsinn. Wer? Die Dorfbewohner. Die haben die Pionierforschung. Aber halt meine Skorpione hielten die halt in die Hölle. Das ist eigentlich Kriegsverbrechen, was ich hier mache gerade. Naja gut, ja. Das ist eine Grauzone, wenn die auch quasi die Dorfbewohner hier anfangen zu töten, ne? Ja gut, die stechen mit Messern zu, also. Die Wüste Dorfbewohner Massen hier. Sind immer noch nicht genug. Ich brauche mehr. Mehr. Ich hab noch gar keinen Trade, Alter. Und wenn, was ist da los? Ja, dafür haben wir einen besseren Trade, ne? Ja. Ich hab immer noch Bogenschützen in der Queue gehabt. Alter, Falter. Ich meine, der tötet auch ziemlich viele Truppen, aber es bringt ihn halt irgendwie nicht so viel. Alter, wie schnell die das Dorfzentrum wegrasieren, das ist ja übel. Ah, du machst sie gleich. Ja, natürlich, hat er gesagt. Ja, okay. Ratz. Dann versuche ich jetzt auch mal bei ihm so langsam, aber sicher mal vorzurücken. Mehr Dorfzentren. Das sind echt richtig. Zerstört ihre Brutstätten. Brutstätten. Okay. Das Gemeine an den Villagern ist aber, den kannst du keinen Autoangriffsbefehl geben oder sowas. Also das, du musst da ja, alles einzeln realisieren. Ja, das stimmt. Das ist in der Tat hart nervig. Er baut, oh Gott, er baut echt viele TCs. Er hat richtig viele, ja. Oh, das sind Reliquien. Bringt mir die Schätze. Na gut. Weißt du, wenn ich guck bei deiner Front und ich sehe eine konventionelle, halbwegs gut aufgestellte Armee, ich guck auf meine Front, sehe einfach nur, wie sich Dorfbewohner aufs Maul hauen. Oh Mann, ey. Na gut, du hast auf dem Bogenschützen. Ja gut, dann noch auf dem Bogenschützen dabei. Die einfach keinen Damage gegen diese Dorfbewohner machen. Das ist halt echt so, ne? Die machen da kaum was dran, ne?
Das ist so. Alter, wild. Die kommen jetzt her, um meinen Dorfbewohner, um meine Bogenschützen zu bekämpfen, ne? Oder? Ne, die geht drauf und durch. Aber die machen echt wenig Schaden. Aber die halten echt viel aus, also. Ja, die werden schon gut durch dieses Supremacy-Upgrade. GG, ja. Okay. Ah, schön, schön, schön. Wie viele waren es denn jetzt? Wie viele TCs? Die meisten habe ich ja zerstört. Ach so, okay. Wie viele sind jetzt noch Ich habe locker, vier, fünf Stück kaputt gemacht, wenn nicht sogar noch mehr. Also der hat viel mehr gehabt als ich. Okay, dann hatte der wahrscheinlich so 10 oder so. Und ich habe wirklich so halbwegs konventionell gespielt. Ach, ich sehe gerade, guck mal. Hä? In meinem Hauptdorfzentrum, da hatte der 6, 7 Dorfbewohner. Tatsache, der hat das da versucht kaputt zu machen. Ich glaube, der hat sogar geschafft. Das habe ich gar nicht. Nee, ja, weiß nicht, aber ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen. Durchgesneakt das Dorfzentrum kaputt gemacht. Einfach durchgesneakt. Ja, stimmt, Dorfbewohner werden ja auch gar nicht automatisch angegriffen, oder? Doch, müssten eigentlich. Aber du hast ja niemanden einquartiert gehabt. Nee, deshalb. Ach, wild, okay. Was sagt die Statistik? Das war echt übelst verrückt, ey. Herr Blaue, ey. Wild. Ja, schön. War eine witzige Runde. Weißt du, erstmal den Blauen. Also das war jetzt so Spanish-Meme-Meisterwerk, ne? Den Blauen weggespanish Archer rascht und den anderen Spanier mit seinen Villagern auch gevillagert mit Archern. Gevillagert. Das klingt gut. Verrückt. Okay.